Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet hier zu einem neuen Lotus-Video hier auf diesem Kanal. Ja, in den letzten Tagen ist ja ein neues Update erschienen, glaube die Version 0.31b, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Es kann sich jetzt nur ein paar Buchstaben, Zahlen jetzt hier ein bisschen verdreht sein. Wir wollen uns heute ein ganz besonderes Thema anschauen, was ich persönlich sehr, sehr cool finde, denn die Version 0.31 war eher so an den Content Creator gerichtet gewesen, also viele, die jetzt zum Beispiel mit Mapbau oder sowas zu tun haben, haben natürlich das Brückentool jetzt endlich bekommen, dass da jetzt Brücken gebaut werden können und dann waren noch einzelne Bugfixes zum Beispiel, die jetzt halt für den Map-Editor zum Beispiel verfügbar waren, aber auch kleinere Sachen, wie zum Beispiel, dass die Innenanzeige jetzt hier funktioniert, aber das möchte ich euch jetzt natürlich auch noch gleich zeigen, aber mit der Version 031b, wenn mich wie gesagt jetzt nicht alles täuscht, ist auch ein neues Feature dazugekommen für die Simulationsspieler. Und zwar ist der Rückfahrpult jetzt voll funktionsfähig hier im GT6N und das wollen wir uns heute natürlich einfach mal anschauen, ob das Ganze natürlich auch funktioniert und wie man das Ganze so, ja, benutzen kann. Und dazu habe ich hier so ein kleines Szenario ausgedacht. Wir sind auf der Karte Diorama unterwegs und natürlich rüsten wir unseren GT6 erstmal auf und werden erstmal bis zur der ersten Wendeschleife mal hier fahren, also die Schleife hier hinten an der Bobserstraße oder sowas, wie sie sich da nennt, und werden dann mal den Rückwärtsgang einlegen und werden einfach mal ein bisschen zurückfahren, ne? So sieht halt, wie gesagt, heute unser Plan aus und ihr vielleicht könnt dann dementsprechend selbst euch ja mal euer Urteil bilden von dem Update 031. Und damit würde ich sagen, springen wir jetzt auch direkt rein und rüsten hier mal komplett auf, dann kann ich euch nämlich auch die neue Innenanzeige zeigen, die jetzt funktioniert. Ich hoffe, Ton ist da. Es schaut schon mal ganz gut aus. So. Diding. So, damit haben wir das auch und wir sind fahrbereit. Wir haben komplett aufgerüstet. Und das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe die Siefer abgeschaltet. Das ist schon ein bisschen nervig. Wir nehmen jetzt erstmal hier die Linie, bestätigen das Ganze erstmal mit 00100 und sagen jetzt hier Ziel. Nee, warte mal. Ziel war, glaube ich, 5, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Ja, das könnte hinkommen. Genau, Bobser Abstellanlage. Das passt. Sind wir auf der Linie 1, Bobser Abstellanlage. Wir sehen ja hier natürlich hier. Überall funktioniert das Ganze, Linie 1. Und wenn wir jetzt hier zum Beispiel drinnen sitzen, seht ihr jetzt hier oben zum Beispiel hier, dass jetzt die Innenanzeige funktioniert. Da steht jetzt Bobser Abstellanlage. Und ja, für zukünftige Sachen natürlich, denn wenn die ganzen Fahrpläne da sind, werden dann da dementsprechend die Haltestellen angezeigt, ja. Und ja, das ist zum Beispiel was jetzt neu dazugekommen ist in dem letzten Patch von Lotus. Ich glaube, der war auch gar nicht groß gewesen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht, glaube ich, so irgendwas mit 200 MB, wenn ich mich jetzt recht erinnere, ist jetzt schon ein bisschen her. So, genau, wir werden jetzt mal losfahren, werden dann mal ein bisschen schauen und werden dann mal den Rückwärtsgang einlegen. Übrigens kam die Frage, die lese ich jetzt relativ oft, ja, was denn im GT6, jetzt muss ich mal ganz kurz warten, jetzt ist der Ton nämlich sehr laut. Was denn im GT6 MMS ist, ja, ich habe da mal meinen Kumpel gefragt, meinen Besten. Er ist ja nun mal Straßenbahnfahrer der BVG und konnte mir natürlich auch prompt die Antwort geben. Ja, MMS ist ein Kürzel. Er meinte, ohne Scherz jetzt, das ist die Maschine-Mensch-Schnittstelle, deswegen auch MMS. Das ist der Monitor hier auf der linken Seite. Der zeigt euch dementsprechend alles an, wenn jetzt zum Beispiel irgendwelche Hinweise oder Störungen vorliegen.
in dem GT6. Also das ist ja schon das, was wir ja aus dem Lotus München Addon kennen. Da wird das bereits, glaube ich, auch schon oder funktioniert das bereits auch schon. Also das ist halt, wie gesagt, dementsprechend das MMS. Ja. Also das ist der Monitor einfach nur zu eurer Linken. So, hier wollen wir, wie gesagt, jetzt rückwärts fahren. Und was ihr dazu machen müsst, zeige ich euch. Wir scheppern hier mal ganz langsam. Weiß ich nicht, Zug ist kaputt oder sowas. Wir müssen das Ganze jetzt auswechseln. Aber es ist schon schön. Also ich freue mich jedes Mal, wenn irgendwas in Lotus passiert. Und bin auch mega happy, wenn ich da irgendwas wieder zeigen kann an neuen Content. Ja, das ist schon schön. Ja. Also Lotus, wenn das irgendwann mal fertig ist, ich glaube, ich werde von Lotus halt einfach nicht mehr wegkommen. So, okay, jetzt stehen wir hier. Wenn wir jetzt mal gucken, wir haben jetzt auch eine gute Position erreicht, wo wir jetzt zurücksetzen können. Werden wir jetzt dementsprechend unseren Sollwertgeber auf die Nullstellung begeben, werden den Richtungswender auf neutral stellen und ziehen jetzt den Schlüssel ab. Mit zweimal Rechtsklick zieht ihr den Schlüssel raus. Ja, ihr seht, er ist halt komplett noch da. Die Elektrik ist da. Der Pantograph ist ausgefahren. Also jetzt können wir dementsprechend uns auch nach hinten begeben. Und das machen wir mit der F2-Taste. Und da sind wir jetzt hier schon an einer idealen Position. Ich glaube, das geht tatsächlich sogar noch besser. Oder? Jetzt gucke ich gerade mal. Finde ich jetzt hier keine passende Position? Doch, hier. Jetzt haben wir die passende Position. So, klappen das Ding natürlich auf und stecken jetzt hier den Schlüssel rein. Und drehen diesen halt praktisch wie beim Zündvorgang, ne, wenn wir vorne sitzen. Und dementsprechend sind wir jetzt damit schon soweit fertig. Wir können jetzt hier zum Beispiel hier, ne, den Blinker benutzen. Ja, das funktioniert. Scheinwischer, sehen wir schon, funktioniert halt dementsprechend auch. Ne? Also das können wir auch ohne Probleme benutzen. Wir können die Tür hier öffnen, die Tür 4, die letzte. Ne? Das ist natürlich wichtig, wenn wir von vorne oder sowas, dass wir jetzt hier aussteigen können und nach vorne laufen können. Und dementsprechend machen wir zu. Ne? Die Warnglocke funktioniert auch. Und jetzt nehmen wir mal die Weiche nach hinten. Das heißt, ihr müsst die Taste Shift und G drücken. Ja? Somit stellt ihr die Weichen hinter euch. Ne? Mit der G-Taste stellt ihr die Weichen vor euch. Und Shift G, wie gesagt, macht genau das Umgedrehte. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen, also wenn wir jetzt hier zum Beispiel haben wir hier den Schalter. Wir haben hier Gefahrenbremse, Bremse, Rollen und Fahren. Wir sind jetzt aktuell auf Bremsen. Wenn wir jetzt den ersten Schalter hochdrücken, also mit dem Linksklick nach oben, ja, hier, sind wir im Rollenmodus. Und wenn wir jetzt die Taste gedrückt halten, bewegen wir uns. Seht ihr das? Also wir können jetzt hier dementsprechend zurücksetzen. Je länger ihr natürlich drauf haltet, desto schneller fahren wir. Und mit dem Rechtsklick bremst ihr das ganze Ding praktisch wieder. Ja? So, wenn wir mal jetzt hier rückwärts reinfahren, werden dementsprechend auch mal nach rechts blinken, weil wir jetzt ja den Verkehr signalisieren müssen. Ha, aber Leute, wir wollen jetzt hier in diese Straße rein hier. So, wenn wir jetzt nochmal mit Shift und G das nächste Gleis stellen, das rückwärtige Gleis, und werden jetzt hier ganz gemächlich hier in unsere kleine Seitenstraße. Ist natürlich, dürfte man nicht, ja? Wir machen mal jetzt beide Augen zu. Ja. Ist natürlich eine Einbahnstraße. Dementsprechend dürften wir jetzt hier diesen Weg jetzt nicht passieren. Und wir drücken nochmal die Shift-G, denn wir wollen natürlich aufs Abstellgleis. Also hier aufs Nachbargleis, sodass wir kein, ja, behindern praktisch. Und fahren jetzt hier ganz gemächlich zurück. Ja, ist eine coole Sache. Könnte man jetzt natürlich einiges Wunderschönes draus machen. Ja, das ist schon, da kann man sich schon so Szenarien zusammenbasteln. Fände ich persönlich eine relativ coole Sache. Ich meine, das gab es ja schon eine ganze Weile, aber es war halt noch nicht funktionsfähig gewesen. Ne? So, und wenn wir jetzt wieder bremsen wollen, ne, einfach die rechte Maustaste gedrückt lassen. So, und jetzt können wir hier praktisch uns den Schlüssel schon wieder rausnehmen. Mit zweimal Rechtsklick können die Klappe zumachen, können uns praktisch wieder auf unseren Fahrersitz begeben, Schlüssel rein. Und wir sind schon wieder nach vorne komplett aufgerüstet und könnten jetzt wieder, oder nicht könnten, sondern können jetzt dementsprechend wieder komplett weiterfahren. Ja, das ist eigentlich der Rückfahrpult, also ist jetzt kein Hexenwerk. Ja.
wenn man natürlich so ein bisschen so diese Steuerung weiß, was man hier einstellen muss, dann klappt das auch. Ja, und somit habt ihr eigentlich das gesehen, auf jeden Fall, wie das Ganze funktioniert. Also, dieses Update hat sich wirklich überwiegend groß sich mit dem Brückenbautool beschäftigt. Wie gesagt, kleinere Bugfixes wurden natürlich auch vorgenommen. Ich glaube, in Richtung Performance ist, glaube ich, nichts gegangen. Stand auf jeden Fall nichts in den Patchnotes drin. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Innenanzeige, dass diese jetzt dementsprechend jetzt funktionieren. Rückfahrpult wurde jetzt erst, wie gesagt, jetzt als drittes erst hinzugefügt. Also jetzt auch erst vor kurzem. Ja. Das sieht ja auch schon schau aus, oder? Ach, ich liebe Lotus so. Ach, meine Güte. Es sitzen aber auch wirklich die richtigen Entwickler da dran. Ne? Bin ich hundertprozentig der Meinung. Ich meine, dass ich ja so schon ein OMSI-Fanatiker bin, ja. Keine Frage. Und dass genau diese Entwickler auch Lotus machen. Also nicht ganz die gleichen Entwickler, aber ein Teil davon, ja, die Lotus, die OMSI entwickelt haben, jetzt an Lotus rumwerken, finde ich einfach nur großartig. Und es kann einfach nur großartig werden, wenn das Ganze dann später mal fertig ist, auf jeden Fall. Ja, wie gesagt, das ist auf jeden Fall das neue Update. Wie gesagt, ich habe das jetzt halt nur kurz angerissen, ne, wenn ihr euch da die kompletten Patchnotes einfach mal durchlesen wollt, dann geht da mal ins Lotus-Forum, findet dann natürlich gleich als ersten Beitrag die Patchnotes, die Janine hält uns da permanent auf dem Laufenden, was da in der Richtung kommt. Und ja, wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung sagen zu dem Future-Rückfahrpult und Innenanzeige. Oder was hättet ihr euch zum Beispiel lieber gewünscht, ja, wo man da jetzt in der nächsten Zeit jetzt eventuell jetzt hingeht? Könnt ihr allgemein auch einfach mal so in die Kommentare schreiben, was wünscht ihr euch denn jetzt so für die nächsten zukünftigen Updates, so für Futures, die ihr gerne hier in Lotus sehen wollt? Denn wie gesagt, könnt ihr ja gerne dazu die Kommentarfunktion benutzen. Ja, und sonst sollte es hier weitere neue Sachen geben, werde ich euch ja dementsprechend halt auf dem Laufenden halten. Aber ich dachte mir, so ein Update-Video jetzt davon direkt zu machen für den Content-Tool, weiß ich nicht. Das ist wirklich für Leute, denn halt wirklich, die jetzt viel am Basteln und am Bauen sind, jetzt an ihren eigenen Karten. Ja, da ist es natürlich dann schon sinnvoll. Aber so für die Leute, die jetzt vielleicht ein bisschen spielen wollen, ja, denke ich mal, geht das hier komplett in Ordnung. Das, wie gesagt, ist das neueste Update. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr dem ja gerne ein Like da lassen. Schreibt es in die Kommentare. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns hoffentlich zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer neuen Folge Lotus hier auf diesem Kanal. Ich verabschiede mich hier, sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.